Jetzt ist die Frage, wo haben wir noch nicht gesucht? Haben wir unten alles abgesucht beim Zwinger in der Nähe? Ich glaube ja. Haben wir hier im Haus alles abgesucht? Es kann ja nicht sein. Irgendwo muss ja das Zahnrad sein. Irgendwas haben wir nicht gesucht. Irgendwas haben wir vergessen. Können wir hier noch was machen? Ein Abzeichen kann ich ja draus machen. Könnte das Abzeichen vielleicht irgendwo reintun? Wie so ein Mechanismus, der sich dann öffnet? So, jetzt können wir hier hingehen. Wir müssen halt aufpassen. Wir dürfen nicht gebissen werden oder irgendwas. Und hier in dem Bereich sind halt ganz viele Zombies. Kann sein, dass in dem Bereich halt auch die ganzen Sachen sind, die wir noch brauchen. Aber halt auch die ganzen Zombies. Musst du mich direkt anfallen, wenn ich die Tür öffne? Das war echt fies, wenn ich ehrlich bin. Das war einfach nur fies. Ich glaube, das hat unsere Waffe stärker gemacht. Kann das sein? Oh, ich hoffe, der Typ kommt jetzt nicht wieder hierher. Ist er hergekommen? Weil wenn ja, ist das echt blöd. Hier ist kein guter Platz, um ihm auszuweichen. Oh, der ist eindeutig hergekommen. Können wir hier irgendwas sehen? Schnell. Kann er hier rein? Ich weiß es nicht. Haben wir hier irgendwas übersehen? Weil hier ist der Herzschlüssel beispielsweise unnötig. Den brauchen wir nicht. Aber irgendwas haben wir doch bestimmt. Ich weiß nicht, ob er hier rein kann. Ich hoffe nicht. Wenn ja, haben wir ein Problem, weil der Raum ist jetzt nicht so toll. Nicht so groß. Ich hoffe mal, er kann hier nicht rein. Und ich hoffe, wir finden irgendwann ein grünes Kraut. Ich glaube, er geht wieder. Das klang, als ob er sich entfernt hat. Also hier scheint nichts zu sein. Kein Schlüssel, kein gar nichts. Den Gang können wir schon mal ausschließen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts weiter. Ich werde nochmal speichern. Ach Marvin, entspann dich, okay? Ich habe anderes gerade zu tun. Eigentlich habe ich gerade sogar viel anderes zu tun. Ich habe ein paar Probleme, wenn ich ehrlich bin. Hatten wir nicht irgendwo noch einen Tresorcode gehabt? Dass dieser Mr. X hier rumläuft, macht es so viel schwerer. Das ist so anstrengend. Ich gehe darauf aufpassen, aber es macht es cooler. Ich glaube, wenn hier nichts los wäre, außer die Zombies, wäre das ziemlich langweilig. Oh mein Gott. Ist er wieder hier? Kommt er da wieder rein? Er kommt wieder rein. Nope, absolut nicht. Lass mich doch Dinge tun, okay? Lass mich doch Sachen finden, Mr. X. Okay, bitte, entspann dich. Ich habe andere Dinge zu tun. Ich habe andere Freuden im Leben. Außer von dir wegzulaufen. Das ist keine Freude von mir. Vielleicht haben wir was im Klebeblattraum übersehen. Irgendwo unten. Ich kann es mir vorstellen. Haben wir irgendwas unten übersehen? Ja, komm, lauf, Leon. Ich habe Angst. Irgendwo müssen wir was übersehen haben. Das geht so nicht. Oder ist es doch unten? Und wir müssen die Ersatzteile finden. Aber wir haben keine Ersatzteile mehr, ne? Eigentlich haben wir keine Ersatzteile mehr. Sicher, dass wir hier nicht irgendwas übersehen haben. Die Kamera vielleicht. Hier ist Munition. Spawnt die ab und zu mal wieder? Ich bin mir sicher, wir hatten alles aufgehoben. Wie erschrocken! Das sind wir! Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass man Spiegelungen spielen sieht. Oh, hallo. Ich bin's, Leon. Der sexy Leon. Ach Gott, ey. Na komm, geh hier hoch. Kann sein, dass er gerade bei uns ist? Ich bin mir unsicher. Es hört sich leicht so an. Hört sich so nah an. Ich kann das nicht. Kommt der hierher? Kannst du dich mal entscheiden?
was du tun willst? Mein Freund? Er trampelt stattdessen einfach lauter. Er denkt sich, wie, du hast mir gar nichts zu sagen, du hast mir gar nichts zu befehlen. Ich stapfe weiter rum, wie so ein Teenager. So ein richtig angekotzter Teenager. Er fragt erstmal, Mama, Papa, kann ich rausgehen? Kann ich zu Julies Party gehen? Nein, du hast morgen Schule. Was? Ich hasse euch, mein Leben ist vorbei. Erstmal die Tür zuschlagen ins Zimmer und hingestapft sein. Da sehe ich ihn richtig. Ich glaube, wir gehen nochmal nach unten. Aber ich glaube, er ist gerade unten. Aber ich würde gerne nochmal in den Keller, glaube ich, gehen. Ja, ich glaube, da gehen wir nochmal hin. Oder ist er da gerade? Das geht immer noch nicht. Nope. Ich hoffe, er ist gerade nicht hier. Nein, 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 nein. Natürlich. Zieh dich daneben. Au. Stirb. Friss Granate. Ich hätte sie doch anschießen sollen, aber nope. So, oh, hat sich von alleine ausgelöst. Perfekt. Dann laufen wir einfach. Voll daneben geschossen. Wir brauchen irgendwo ganz dringend Heilung. Im Keller könnte noch was sein. Ich frag mich, ob der Mann auch hier unten rumläuft. Das hört sich so an. Was ist hier? War ich hier schon? Achso, ja, hier war ich. Oh, da ist Munition. Perfekt. Raute Schlüssel. Moment. Waren wir da schon bei diesem, mit dem Schlüssel drin? Ja, ja, doch, waren wir, glaube ich. Meine ich. Oh, ich dachte, das wäre Munition. Das war keine. Das war nur ein Überbleibsel von den komischen Statuen, die man da so hat. Hier ist auch absolut nichts. Wir haben nichts übersehen. Ich hoffe, dieser Typ kann hier nicht nach unten. Ich will wenigstens in einem Ort meine Ruhe haben. Bitte lass mich an einem Ort meine Ruhe haben. Da sind die kleinen Hundefüße. Hat jemand Lust auf Hundefleisch? Oh mein Gott. Damit habe ich erst nicht gerechnet. Also die Pistole ist jetzt viel geiler, muss ich sagen. Deutlich besser so. Als mit dem Einmalschuss. Obwohl es halt auch ein bisschen ätzend ist, falls man daneben schießt, dann schießt man alle drei daneben. Hä? Ah ne, da kamen wir her. Nevermind. Ich war gerade richtig verwirrt. Wo kam das denn her? Aber da waren wir. Das war ja der untere Bereich. Vielleicht könnten wir da nochmal hin und gucken, ob wir was übersehen haben. Möglich ist alles. Wir müssen halt dieses Elektroteil finden. Wenn ich das da irgendwo übersehen habe, dann... Ja, hier wird das nicht sein. Wir gehen immer nach unten wieder. In den Bunker. Naja, nicht der Bunker. In diesem Bereich, wo dieses Ekelvieh war. Vielleicht finden wir wenigstens noch Munition oder Kraut. Oder wir finden halt irgendwas, was uns tatsächlich mal weiterhilft. Ich freue mich schon, den Teil mit Claire mal zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr den auch sehen wollt. Ich könnte den hier auch spielen. Auf dem Kanal halt. Sonst hätte ich ihn alleine gespielt, aber... Ich kann ihn auch mit euch einmal durchspielen, weil ich glaube, das wird bestimmt zwei sehr coole verschiedene Dinge. Ich frage mich, ob Claire diesen Mr. X am Anfang hatte, wo er noch nicht bei uns war. Und sie dann endlich losgeworden ist. Und wir ihn dann vielleicht bis zum Ende haben. Oder ob Claire ihn gar nicht hatte. Ne, da geht's nur runter. Hier ist nirgendwo ein Elektroteil. Wo könnte das denn sein? Irgendwas habe ich ja mega übersehen. Wir müssen mal wieder nach oben. Irgendwas... Na, da ist ja nur ein Raum, ne? Ein Raum, der bisher wichtig war. Ich wünschte, wir würden irgendwo Heilung bekommen. Ich mag es nicht, Leon so leiden zu sehen. Wir gucken nochmal beim Zwinger. Vielleicht haben wir da was übersehen.
wenn es nicht beim Zwinger ist, dann... Dann gehen wir nochmal nach oben. Wie laut trampelt er eigentlich, dass man ihn bis ganz unten hört? Außer das Witzige war, wenn Leon sich jetzt nicht um den Mist hier kümmern müsste, dann könnte er einfach gehen. Und vorbei wäre es einfach. Keine Probleme mehr, kein Leid. Wir hauen einfach ab. Ist er hier unten? Das klingt sehr laut. Das klingt wirklich sehr laut. Kann er hier nach unten kommen? Ne, ich glaube, das ist wirklich nur oben, das Geräusch. Das ist ja fürchterlich. Haben wir eins von denen nicht aufgemacht? Ich schieb das mal wieder rein. Das ist ein bisschen nervig. Hier waren die... sind das noch mehr geworden? Hallöchen, Kakerlaken. Seid ihr meine Freunde? Kann ich euch auf meinen Kopf setzen und wir machen Ratatouille nach, aber mit Kakerlaken? Kakatouille? Kakatouille hört sich nicht gut an. Spielen Kakatouille. Was könnten Kakerlaken denn für ein Gericht machen? Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde Bolognese bei Kakerlaken sehen. So richtig, aber so crunchy Bolognese. Wisst ihr, so alte, ranzige, wo noch so ein bisschen Rest übrig geblieben ist? Und da sehe ich sie. Da haben sie ihre kleinen Fühler mit reingestopft und alles. Sind ihre Leichen losgeworden, wenn mal irgendjemand gestorben ist beim Prozess? Dass hier auch nichts ist, was... Wir haben den ganzen unteren Bereich schon abgeschlossen, dass hier wirklich nichts mehr ist. Meine Nase läuft und das ist ärgerlich beim Spielen. Wie nervig. Na komm schon, Leon. Irgendwas finde was. Sonst zu Not krabbelt in dieses komische Loch da rein. Bitte, irgendwas. Ist hier irgendwas, was wir übersehen haben? Ist nur der Schalter. Nichts. Wir haben tatsächlich den ganzen unteren Bereich abgeschlossen. Hier ist nichts. Dann müssen wir doch nochmal nach oben. Hier irgendwas? Da war was. Oh mein Gott, ist es das? Oh, das ist Schießpulver. Schade. Also gut, aber auch schade. Ich dachte eben deswegen, weil wir müssen... Den unteren Bereich haben wir nicht komplett abgeschlossen. Nur diese Ecke hier. Wir brauchen ja immer noch die Leiste da hinten. Nicht die Leiste, die Sicherung. Aber ich glaube, dafür brauchen wir bestimmt oben das Zahnrad erstmal. Um irgendwas aufzumachen, damit wir die Sicherung finden können. Ich bin mir unsicher. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht sollten wir die Karte mal benutzen. Bei den Zellen haben wir nicht alles. Es ist aber klar, dass wir nicht alles haben. Da steht ja, die Schrankteile finden. Das ist das Ausrufezeichen. Aber die Zellen können wir noch nicht öffnen. Die gehen erst auf, wenn wir die haben, die Dingsies, die Teile. Hier unten haben wir alles. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht auf die Karten gucke, statt zu suchen. Das Besprechungszimmer, da haben wir anscheinend irgendwas nicht gelootet. Schließfächerraum, das Besprechungszimmer. Das ist das mit dem PC, oder? Büro, Aktenraum. Nee, warte, ist das unten? Ach, das ist das? Da haben wir noch nicht alles, dann liegt da irgendwas noch. Das Besprechungszimmer. Was ist das? Erste-Hilfe-Spray? Oh mein Gott, da müssen wir hin. Hier haben wir auch noch nicht alles gesucht. Und im Wartezimmer fehlt uns auch was. Was ist denn im Wartezimmer? Der Turm, das ist unsere Aufgabe, die wir machen sollen. Ach, ich habe das nie benutzt. Dass ich die Karte nicht benutzt habe, ist... dumm gewesen. Wir gehen einfach in das Besprechungszimmer und dann in das Büro. Das war ja blöd. Hätte ich dann mal vorher nachgeguckt. Dann hätten wir ja gewusst, wo wir hin müssen. Okay, dann gucken wir mal. Weil dann habe ich wenigstens mal eine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich bin ja nur blind losgegangen. Trotz Karte. Aber das war blöd. Ich habe komplett vergessen, dass wir die Karten ja auch benutzen können. Bitte sterben. Danke.
Hauptsache, der reißt gleich nicht wieder meinen... das war voll daneben. Aber das meine ich mit dem. Ich mag die Schüsse. Aber wenn ich daneben schieße, ist nicht gut. Ist ja gerade hier. Ich habe eine Tür gehört. Kann ich hier rausgehen ohne Problem? Ich gehe jetzt hier raus. Ich glaube, er ist gerade hinter uns. In dem Bereich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, er ist da. Deswegen rastet die Musik so aus. Wir müssen nur in den Besprechungsraum gehen. Und dann müssen wir in das Büro. Das kriegen wir hin. Oh, Marvin? Hallo? Marvin, ich kann jetzt wirklich nicht von dir angepasst werden. Tut mir leid. Moment, wir gehen woanders lang. Das ist doch viel praktischer, hier lang zu... Nee, gar nicht. Doch, das ist viel praktischer, da lang zu gehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nee, es eskaliert schon wieder. Der Typ ist schon wieder in der Nähe. Eskalier nicht immer. Ich habe anderes zu tun. Lass mich. So. Oh Gott, Leiche ist weg. Der lebt wieder. Oh. Das ist aber auch logisch, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Denn ich musste hier jedes Mal, wenn wir hier waren, abhauen. Ich hätte nie eine andere Gelegenheit außer abhauen. Ach, die Munition wahrscheinlich hatten wir hier vergessen. Er kommt schon wieder, ich höre es. Ich höre es. Ist gerade auf der anderen Seite. Ja, lauf du mal deine Runden, ja? Lass uns mal in Ruhe. Ganz kurz. Ja, jetzt haben wir das hier unten doch abgeschlossen. Auch wenn hier noch... Ich weiß nicht, warum hier noch Ausrufezeichen sind. Jetzt müssen wir ins Büro. Und dann das Besprechungszimmer. Das kriegen wir hin. Das machen wir. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir machen das. Hallo Marvin. Bye Marvin. So, ich glaube, während er gerade auf der anderen Seite ist, gehen wir ins Besprechungszimmer erstmal und dann in das Büro. Dann können wir das erstmal ausnutzen. Büro ist zwar Erste-Hilfe-Spray, aber wir haben ja noch, wir können ja noch einmal getroffen werden, bis wir Warnungen bekommen. Nicht Warnungen, sondern bis wir rot bekommen. Das geht. Das ist alles in Ordnung. So, hier haben wir irgendwas übersehen. Aber was haben wir hier übersehen? Ach, der Tresor! Oh mein Gott, hier ist der Tresor gewesen. Ja, wir haben ein Dokument. Wir haben ein Dokument für den Tresor. Nicht der Spind. Wo war das mit dem Dokument? Das war weiter unten, ne? Reparaturplan war das nicht. Nein, da können wir nicht die Seite. War das irgendwo hier? Wir hatten irgendwo... Konfiszierung, war das das? Ja, 6211. So einmal... Oh, andersrum. 6. Dann zurück. 2. 11. Ja, wir haben's. Was ist das? Eine Mundbremse für Mathilda. Okay, wir kriegen immerhin die ganzen Waffenteile. Habe ich Mundbremse gesagt? Mündungsbremse wahrscheinlich? Wir haben immerhin die ganzen Waffenteile. Das war das, was wir brauchten, ne? Ja, ich wusste auch gar nicht mehr, wo dieser Tresor war. Gut, dass wir das jetzt gesehen haben. So, das Einzige, was uns bleibt, ist das Büro. Und das wahrscheinlich wegen dem Erste-Hilfe-Spray. Und dann der Uhrenturm. Okay, dann machen wir das. Hier ist niemand? Nein. Oh. Kommt er zu uns oder geht er woanders lang? Bitte geh woanders lang. Oh nein, er wird zu uns kommen. Wir müssen woanders lang gehen. Wo können wir lang gehen? Wir können oben lang gehen. Unten oder oben, aber wir gehen oben lang. Gut, dass wir alles mittlerweile aufgesperrt haben. Das macht es deutlich einfacher, irgendwo vorbeizukommen. Also wir brauchen nur das Erste-Hilfe-Spray und dann zum Uhrenturm. Dann haben wir alles. Der Uhrenturm ist ja auch ein Safe-Room, also können wir uns da Zeit lassen. Hätte ich mal vorher die Karte benutzt, das wäre deutlich einfacher gewesen, als rumzuirren. Aber es gehört alles mit dazu. Ich meine, das Spiel bringt echt Spaß. Ich bin richtig... Also ich muss sagen, ich bin richtig happy darüber, dass es so lang dauert. Ich hätte erwartet, dass das Spiel vielleicht so wie... Resident Evil 3 war ja auch recht kurz. Das war 3, oder? Das mit Jill? Das war ziemlich kurz. Das war ja... Oh, hier geht's nicht. Das war ja innerhalb von, was, 5 Stunden vorbei. Das fand ich dann nicht so toll. Aber dieses hier... Scheiße! Okay, mehr will ich nicht verschwenden. Dieses hier war ja deutlich länger.
was dir angenehm ist. So, das Büro war ein unter uns. Müssen wir noch eine Runde laufen? Ich hoffe, wir treffen ihn jetzt nicht auf dem Weg. Ist er gerade hier? Bitte sei nicht hier. Ich muss hier echt lang. Ich glaube nicht. Also die Musik war gerade da. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh mein Gott, kann sein, dass er genau da ist, wo wir hin müssen? Oder ist er unten? Wenn er unten ist, kann ich damit leben. Er wird schneller, oder? Ist er über uns gerade? Oh ja! Oh, das ist gut! Wir können ins Büro laufen. Wie schnell ist dieser Typ eigentlich? Der geht die ganze Zeit so langsam. Und plötzlich ist er von einer Seite der Map auf der anderen. What, ist das nicht, oder was? Das würde ich auch gerne können. Kannst du uns das beibringen? Bitte? So, wo war das erste Hilfespray? Wo war das? Angeblich ist das irgendwo... Ist das die Tasche? Das ist die Tasche tatsächlich. Ich weiß das nicht. Es ist die Tasche. Jetzt haben wir alles hier, ne? Ja, jetzt müssen wir... Tatsächlich, es ist nur der Uhrenturm, wo wir hin müssen. Da haben wir irgendwas übersehen. Also war die Lösung die ganze Zeit vor meinen Augen. Der kommt wahrscheinlich jetzt hier lang. Das ist gut, wenn er hier dran vorbeigeht. Dann können wir zur Treppe gehen. Und nach oben. Oder ist er gerade oben? Er ist nicht an uns vorbeigelaufen, ne? Kann das sein? Ich will sie so lange Leon angucken. Ach, noch so jung und so frisch unterwegs. Ein bisschen verschmutzt, aber das passt. Der Arme. Ich dachte, heute wäre nur ein regulärer erster Tag. Aber nein. Er wird damit bombardiert. Wir konnten hinten lang, ne? Dann gehe ich hinten lang. Ja, wir konnten hier lang. Da kann ich einmal gucken, wo er ist gerade. Ich kann ja auch von hier aus zum Uhrenturm. Ich bin so froh, dass wir alles freigeschaltet haben. Schade, dass der Weg hier nicht geht, aber immerhin. Er ist immer noch auf der Seite. Okay, also zum Uhrenturm müssten wir kommen. Das ist ja nur mal ein Safe Room. Ich bin froh, dass es einige Safe Rooms gibt. Ich glaube, sonst wären wir echt am Arsch. Wir sind wirklich am Arsch. Der Hutmacher da, der kommt vorbei und macht doch sonst einen Hut. Der knotet uns zusammen und dann ist vorbei. Dann werden wir zusammengepresst. Habe ich das nicht eingesetzt? Moment, das habe ich doch eingesetzt, das Rad. Warum sollte ich das denn? Hä? Habe ich das nicht eingesetzt? Ich dachte... Muss ich das woanders reintun? Habe ich das nicht richtig eingesetzt gehabt? Ich dachte, das wäre richtig gewesen. Das war es wohl nicht. Hier ist nichts, Männer. Nein, da ist nichts. Irgendwo habe ich das nicht richtig eingesetzt gehabt. Das erklärt, warum wir hier einen zweiten suchen mussten, obwohl nirgendwo auf der Map ein zweites Rad ist. Müssen wir das hier oben irgendwo einsetzen? Hier vielleicht? Ach, brauchst du das ein großes? Anscheinend ja. Haben wir es jetzt? Oh, wir haben es. Oh mein Gott, ich hätte das von Anfang an machen können. Das war natürlich sehr schlau von uns. Aber immerhin habe ich nicht zu lange gebraucht. Oh, es ist tatsächlich... Tatsächlich sehr laut, die Glocke. Ich denke, jeder Zombie in der Umgebung hat das jetzt gehört. Das kann ja nur wild werden. Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Ich denke schon, dass du das musst. Das wäre aber witzig. Die ganze Apokalypse ist gerade passiert, es ist vorbei und dann... Tja, Leon, jetzt musst du einen Bericht darüber schreiben. Aber nicht über die ganzen coolen Sachen wie Mr. X und die Apokalypse oder so. Nein! Du musst uns... Ah, ein Elektroteil, jetzt haben wir es. Du musst uns darüber erzählen, wie die Glocke runtergefallen ist, denn das ist das einzig wahre Wichtige. Da unten? Der Bürokratie, ne? Wir müssen ja alles... Oh mein Gott, ey. So, ich habe das Gefühl, er wartet gleich von uns draußen. Es ist... Ah, nee. Ich würde sagen, es ist seltsam still, aber es geht. So, wir müssen jetzt nach unten kommen. Dann haben wir das Elektroteil, dann können wir die Zellen aufmachen. Und vielleicht treffen wir Ada wieder. Endlich haben wir es mal vorangeschafft. Und vielleicht können wir diesen Typen endlich hinter uns lassen.
Dann haben wir unsere Ruhe. Wir haben Freiheit. Oh, na, du hast mich erschrocken. Nein, ich wollte... Sag mal! Leon! Hör auf auszurasten. Ich wollte rechts laufen. Jetzt ist er genau vor der Tür, oder? Mann, ich wollte rechts laufen, damit ich direkt an ihm vorbei kann. Dann halt so. Haben wir ein Messer weniger, aber das passt schon. Das ist okay. Wir gehen von hier aus nach unten. Und dann können wir endlich uns um die Zellen kümmern. Die Zombies haben wir alle umgebracht in den Zellen. Da haben wir kein Problem mehr mit. Solange sie nicht wieder aufgestanden sind. Und dann können wir die Sicherungskarte holen und dann vielleicht abhauen. Wir müssen ja das Auto holen. Das war ja... das war ja das mit die Mission. Ist es eigenartig ruhig gerade? Findet ihr nicht auch? Das Stapfen wäre doch bestimmt schon wieder näher, oder? Ich habe eben kurze Stapfen gehört, aber vielleicht... Ah, oh mein Gott. Vielleicht ist der Typ ja... Nein! Ich würde gerne einmal speichern, ganz ehrlich. Vielleicht ist der Typ ja jetzt auch unten und wartet. Das ist aber nicht so toll, wenn er jetzt auch unten ist. Okay, wir können vorbei. Oh, der ist bestimmt unten. Wir hören keine Schritte mehr. Der wartet bestimmt gerade auf seinen großen Auftritt, seinen Cutscene-Auftritt oder sowas. Und wenn wir in die Zelle gehen, macht er uns fertig. Oh, ich sehe das richtig kommen. Das kann gar nicht gut enden. Ja, wir müssen auf die andere Seite. Der ist sowas von hier unten. Wir hören ihn gar nicht mehr. Nirgendwo sind mehr Schritte. Der ist bestimmt gerade wie so ein Detektiv hingegangen. Er ist so der stillschweigende, eigentlich nette, innerliche Detektiv. Ist gerade zum Glockenturm gegangen und dachte sich, wer hat hier den kaputt gemacht? Das gehört sich aber gar nicht. Die Zombies sind alle tot. Der kommt bestimmt gleich hierher. So ruhig war es noch nie, als wir hier unten waren. So, das Teil einmal einsetzen. Achso, jetzt müssen wir das drehen, oder was? Anscheinend ja. Platine wählen mit S. Achso. Space drehen. Ja, nee, das muss ich drehen. Okay, Moment. Das einmal drehen, so. Das dann nach oben. Wir haben's. Sehr gut. Und die anderen können wir bestimmt auch aufmachen. Es ist so still, ne? Das gefällt mir gar nicht. Der kommt bestimmt gleich her. Endlich die Karte! Ach. Gott sei Dank. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, dass es schon her ist. Oh, Geheimnisse? Ja. Erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Das war sein großer Fehler, das Interview zu führen. Bestimmt wurde er danach verraten. Wir haben ein transkriptiertes Interview. Ja, das ist nur noch mal genau das, was wir gerade gehört haben. Und eine Garagenschlüsselkarte. Und ein neuer Ort, das Labor. Hinter was sind die her? Das heißt also, wir müssen zum Labor. Und rausfinden, was so los ist. Bens Notiz. HTTPs Ben. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst ihre Schreie hören, aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Tyrant? Ist das der Typ? Ist es doch nicht Mr. X? Aber es hieß doch Mr. X. Die ultimative Biowaffe von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert, die haben ihn wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Das kann gut sein. Also er ist Tyrant. Und wird wahrscheinlich Mr. X genannt, weil er... Ist nicht gut. Ich habe mich gerade so erschrocken, aber eigentlich sollte das ja kein Problem sein. Lebt noch irgendein Zombie? Hä? Was zum... Wieso? Ich habe doch... Ah! Was?
keine Muni mehr. Ich bin tot. Ich bin tot. Was soll ich tun? Leon! Hä? Du hast dich befreit? Renn, Leon! Wie haben wir das denn überlebt? Entschuldigung? Ah! Ich wollte die Zelle geboxt! Mach die Tür zu! Nein! Lass mich in Ruhe! Oh, ich bin so tot. Nein! Lass doch in Ruhe! Oh, ich wusste, dass er hier runterkommt. Verdammt! Wie können wir uns jetzt die ganze Zeit befreien? Und der Typ steht in uns! Hält ihn in uns! Selbst der Typ kommt noch! Ah! Wieso? Warum ist das wieder für eine verdammte Plotweste gerade? Was? Das kann doch nicht wahr sein! Und wieso sind da überhaupt so viele Zombies gekommen? Ich habe doch die Zelle alle umgebracht! Was ist das denn für eine Lüge? Moment. Was soll das denn jetzt? Wieso sollte ich denn hier hingehen, wenn hier nichts ist, wo ich hingehen kann? Hallo? Können wir nicht reden? Können wir nicht reden? Können wir nicht reden? Lass mich bitte Ruhe! Wieso können wir denn nicht reden? Zivilisation und so ein Mist! Nein! Lass mich in Ruhe! Wieso können wir... Was ist das für eine lächerliche Szene? Als ob ich das alles überleben würde! Was ist das? Leon, lauf! Wieso habe ich das alles überlebt? Das macht keinen Sinn. Oh, hallo. Bitte, Hammerbahn. Bitte, ich tue doch nichts. Ada? Ada, hilf mir. Bitte. Gott sei Dank hat er uns losgelassen. Ada, danke. Ich weiß nicht, wie wir das überlebt haben, aber danke. Ada. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten, schon zweimal. Dankeschön. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Leon, du musst deine Waffe nicht zielen. Wir haben keine Munition mehr. Oh mein Gott. Können wir bitte gehen? Kommt da jetzt brennend raus? Ich schätze, du hast die Karte? Ja. Und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Möglich. Wenn ich es gehört habe. Erst nichts wie raus. Wo war sie eigentlich die ganze Zeit? Saß sie die ganze Zeit im Auto und hat gewartet, bis wir alles erledigt haben? Alleine? Hätte sie uns nicht helfen können? Wo war sie denn die ganze Zeit, wenn sie nirgends rausging? Moment, ganz kurz. Der Typ ist nicht mehr da, ne? Manu, warum ist er denn nicht mehr da? Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen. Ach, sollten wir das vielleicht? Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Warum hast du mir nicht geholfen? Hättest du mir nicht helfen können? Verdammt nochmal. Kann ich erstmal noch, bevor ich gehe? Ich würde das hier gerne noch aufmachen. Oh, das geht gar nicht. Okay, nevermind. Ey, da warte auf mich. Ich war neugierig. Bitte verlass mich nicht. Oh, Kraut! Oh mein Gott. Dankeschön. Warte, rotes Kraut war gut, ne? Oder ist das blaues? Das ist blaue Kraut, never mind. Das haben wir nicht, das ist für Gift. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen wird. Wieso hast du dir keine guten Schuhe angezogen für diese Situation? Ist das nicht gut? Nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du, die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Danke. Willst du uns helfen? Das wäre schön. Mein Gunshop, können wir da noch reingehen? Ich habe keine Muni mehr. Hast du noch Muni oder so? Und brauchst du andere Schuhe? Ich gebe dir gerne einen Schuh von mir und ich trage einen von dir und so, weißt du? Leon mit hohen Schuhen, aber nur mit einem. Straße geht aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Wie ist das passiert mit dem, mit dieser Straße? Oh, okay. Du machst das auf. Du machst das nicht auf? Knackst du das Schloss? Guck mal, die Frau hätte doch uns einfach helfen können, statt in der Tiefgarage zu sitzen und zu warten, bis wir fertig sind.
Dann wären wir schon viel weiter. Das wäre Chaos. Ballistis. Ammunition. Gibt's hier Muni für uns? Bitte, 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 bitte. Was ist das? Ein langer Lauf. Perfekt, danke. Eine Handgranate. Yeah, das brauche ich in meinem Leben. Handgranaten. Und Muni, Gott sei Dank. Nur 5, aber besser als absolut nichts. Und ein Brief? Brief an den Ladenbesitzer. Kendo, du hast wohl deine Gründe zu bleiben. Ich hoffe also, dass du gut auf dich aufpasst. Wenn sich jedoch die Dinge verschlimmern und du einen anderen Weg und dein anderer Weg sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Jill Valentine. Ist das der Waffenladen aus dem 3. Teil? Spielen die in der gleichen Zeitlinie? Leon und Jill? Ich würde erklären, warum... Ich werde Ihnen nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle durch. Bitte. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Bitte lass die Tochter einfach. Dem Mann kann er nicht helfen. Lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Auch der arme Mann. Daddy? Ja, Daddy ist hier. In hier. Okay. Die verfluchten Dinger da draußen. Was tun die uns an? Sie sind Kopf. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Wir versuchen es doch herauszufinden. Es tut mir leid. Sie war unser kleiner Engel. Mami schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Oh Mann, das ist so traurig. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Oh, es tut mir leid. Ach, der arme Mann. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen... Dafür bin ich Polizist. Ach, Leon. Du bist so toll, mein Herz. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Wir überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Sehr gut. Endlich arbeiten die zusammen. Außerdem... War das nicht der Typ von Resident Evil 2? Von 3? Also der, mit dem wir mit Jill gesehen haben? Ich bin mir unsicher. Das ist nur eine Weile her, wo ich das gespielt habe. Kann es sein? Ich erinnere mich auch an so kleines Mädchen. Beziehungsweise eher was man gehört hatte oder so. Irgendwas war der.